Die F1 ist zurück in Montreal. Richtig, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2022 Aston Martin Projekt Regen am Sonntag. Ach, das wird sehr schön. An dieser Stelle sage ich zuerst Like abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Unterstützt mich sehr gerne, wenn euch das Projekt gefällt. Schreibt gerne in die Kommentare und ich würde sagen, ab dafür. So. Ready to check? Wir starten rein in die Qualifikation. They should be green now. Sohan, danach geht Piastri direkt auf die Rennstrecke. Im Rennen soll es regnen. Ich hoffe, dass uns das den einen oder anderen Punkt vielleicht bescheren könnte. Wir sind gespannt. Jetzt bitte keiner mehr rausfahren. Oh, Perez wird für Piastri. Ein kleines Problem, hätte ich beinahe gesagt. Mal gucken. Eine Zehntel hinter Doan, das ist nicht der Anspruch. So, wir nähern uns den letzten Minuten. Es wird eng für meine beiden Fahrer. So, Piastri vorne weg. Juan hinten dran. Oh, Piastri verbessert sich. Gucken, was Juan noch am Ende macht. 18. Also hat das leider nicht gereicht. Sehr schade. Und dann wird es leider auch hier schon echt eng. Kevin Magnussen steht schon wieder auf Platz 7. So, letzte Minuten laufen an. Wir nehmen gebrauchte Reifen, um nochmal rauszufahren. Gucken, wo wir uns dann einfinden. Vermute mal Platz 14, 15. Das ist aber nicht schlimm. Es soll regnen. Am Ende könnte es passen. Platz 11 sogar doch noch. Oh, und Magnussen ist nicht weit entfernt. Schönes Ding. Die Fahrer sind startklar und können loslegen. Wir erwarten Regen. Große Preis von Kanada. Und das sehr bald. Die Ampel ist aus und los geht's. Einige Mediumfahrer, aber es wird nicht lange dauern, dann wird es regnen. Deshalb mache ich mir da gar keine Sorgen. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Genau, wäre schön, wenn wir Magnussen noch kassieren. Endlich ein Punkt. Wäre sehr, sehr schön. Doan schon auf 15 vorgefahren. Und da geht noch was. An zu regnen und schicke meine beiden Autos sofort in die Box. Wir sind aber nicht die einzigen. Es wird richtig voll in der Boxengasse. Oh, lass mich fahren! Es kann nicht sein! Hat sich da etwa jemand gedreht? Die haben sehr lange gestanden, das ist nicht schön. Da sind einige nochmal in die Box gekommen, um sich Regenreifen aufzuholen. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Bottas führt jetzt das Rennen an. Charles Leclerc ist ganz hinten. Also das verstehe ich gar nicht. Also klar, oh, jetzt wird der Regen stärker. Der wird doch aber auch wieder weniger. Macht das wirklich Sinn? Sektor 1 war gelb. Haas überholt. Oh, der Regen wird richtig stark. Der Regen wird richtig stark. Wir werden keine Chance haben. Wir müssen in die Box. Ach, nee, schade.
passiert ist. So, während wir in der Box sind, ein Blick auf Nicolas Latifi. Ist ein Unfall Wall of Champions. Eine eindeutige Kollision. Mit Magnussen, oder? Safety Car und dadurch, dass es der Regen aufhören wird, würde ich riskieren, Mediens aufzuziehen kommen. Einfach hinten dran fahren. Dürfte jetzt ja eh nicht überholen. Die fahren alle in die Box. Da sind wir auf Platz 9. Auch hinter Mediens auf. Sehr schön. So, wir werden einen Restart haben. Ich bin gespannt, ob die Vorderen noch an die Box gehen. Ist schade, dass sie dann so langsam machen. Jawohl, die gehen in die Box. Norris auf 1, Gasly auf 2. Heftig, Jack Doohan ist gerade auf die 10 gefahren. Das wäre doch ein Ergebnis. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Beide Autos auf 4 und 5. Was für ein aktuell starkes Ergebnis. Oder Momentaufnahme, je nachdem, wie man das sieht. Nein, Doohan haben wir die ganze Zeit. Die Räder. Sehen wir uns oh, schade, blocken lassen. Das hat so gut funktioniert. Er hat das echt fantastisch gemacht. Es sind schon 13 Sekunden zwischen Piastri und Ricciardo. Das hat bis zu dem Zeitpunkt funktioniert. Wir wollten uns so ein kleines Pufferchen aufbauen. Ah, schade, schade. Jetzt muss er sich natürlich deutlich nach vorne kämpfen. Aber vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, definitiv dieses Auto hier auf Platz 5 zu stellen, was ja enorm viele Punkte wären. Da ist die Wiederholung. Auf der Strecke herrscht Chaos, ist die Ansage. Oh, dann einige kollidiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz langsam machen. Unfall mit mehreren Autos, da sieht man das nochmal. So, die gehen alle in die Box und ziehen mit direkt. Ja. Kocht auf. Wir können wissen, was ziehen die anderen auf. Regenreifen. Lifting coast will help. Regenreifen. Regnet doch nicht mehr. Und wir wagen es mit erst in die Box zu gehen und die Mediums zu holen. Die Strecke trocknet ab. Wir haben das Safety Car. Ich sehe da eigentlich kein Problem, wo Piastri rauskommt. Der wird zurückfallen, aber komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm, yes. Platz 7. Das müsste doch eigentlich aufgehen. And when we restart overtaking all different. Genau, Safety Car beginnt jetzt. Da gab es so einen richtig schrecklichen Bug, dass alle Autos langsam gefahren sind. Ich kann es nicht nachvollziehen. Jawohl. Piastri führt mal eben das Feld an. Und Doohan. Boah, sollte ganz schnell hinterherkommen.
Hamilton ist 8 Sekunden dahinter. Könnte das der erste Aston Martin Doppelsieg werden? Man sieht sich das einmal an. Piastri führt vor Doan, dahinter Lewis Hamilton. Wir werden richtig heftig viele Punkte holen. Ich hoffe, dass wir auf die schnellste Runde noch eine hamstern. Aber ein Doppelsieg wäre hier so der absolute Jackpot. Wobei, es sind noch 16 Runden. Man soll den Tag ja nicht vor den Arm loben. 16-0. So. Piastri wird durchkommen mit den Reifen. Wir gucken mal, was Doan macht bei Hamilton. 7 Zehntel langsamer, bei einer Sekunde pro Runde aufgerundet, wird das am Ende eng. So, wir sind in der letzten Runde und Doan muss die Konkurrenz ab. Nein! Nein! Sehen wir uns das mal an. Ich sag Sehen das wir noch. Uns das mal an. Da ist Aston Martin. Podiumsplatz! Komm schon. Oh, Junge. Piastri gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Ach man, Doan 2 Punkte. Eieiei. Was für eine unglaubliche Leistung des Aston Martin Piloten. Das denke ich auch. Die Strategie, den Mut zu der Strategie, zu dem Reifenwechsel. Recht gewonnen. Ein ausgezeichneter Fahrer. Aston Martin hat einen extrem guten Tag auf der Strecke. Absolut. Sie klopfen sich sicherlich gegenseitig auf die Schultern und das zu Recht. Nach diesem Rennen stehen sie in der... Ja, und so sieht das Ergebnis aus. Oscar Piastri. Genau wie Alonso. 10 Plätze gut gemacht. Jack Doan natürlich auch. 9 Plätze gut gemacht. Ich möchte nicht über das Ergebnis zu viel meckern. Konstrukteurs, wir haben mal eben auf Platz 10 vorgerutscht. Wir haben, denke ich, also da auch ein ganz klein wenig Puffer mit Piastri und ja, Platz 7. Der sollte uns so gut wie sicher sein. Es sei denn, es gibt wieder so ein Chaosrennen mit eins der anderen Teams. Punkt uns dazwischen. An dieser Stelle das Liken, das Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, in die Kommentare schreiben. Bis und ciao.